Also guten Morgen zusammen. Die nächsten Wochen stehen im Zeichen des Rapid Prototyping oder auf gut Deutsch gesagt, mach dein Ding. Ihr könnt mittlerweile Skizzen erstellen, ihr könnt Volumenkörper konstruieren, ihr könnt die Skizzen und die Volumenkörper bemaßen, ihr könnt die Volumenkörper zusammenbauen zu einer großen Baugruppe. Nach diesen Wochen, in denen wir das Projekt Mach dein Ding machen, habt ihr die Möglichkeit oder könnt ihr aus eurer eigenen Idee ein eigenes 3D-gedrucktes Produkt erstellen. Die Phasen, in denen sich das untergliedert, sind zum einen die Idee. Ihr findet eine passende Idee für euch in der Gruppe, skizziert das Ganze, dann geht es weiter in Phase 2, ihr konstruiert die einzelnen Bauteile, dann geht es über in den richtigen 3D-Druck. Um das Ganze auch so zu machen, wie es in der Wirtschaft gemacht wird, ist es wichtig, dass ihr euch Gedanken macht. Was kostet mich das Ganze? Was kosten mich einzelne Arbeitsstunden? Was kostet mich das Material? Damit ihr dann irgendwann eine Kalkulation hinkriegt, was kostet mich mein Produkt? Und zum Schluss möchte ich, dass ihr noch einen Flyer gestaltet, eine Werbung, eine Verkaufsanzeige für euer Produkt. Auf geht's! Also was machen wir jetzt eigentlich? Also ich würde das schon Auto cool finden, weil das war ja dann, das kann ja dann so vorne und so, kann man das dann so mit einbauen. Ja, das war eigentlich schon cool, aber vielleicht kann man auch was anderes machen. Das Auto ist aber viel Arbeit. So, hast du vielleicht eine andere Idee? Wie schaut es denn aus mit vielleicht einem Riesenrad? Ah, das war eben die süße Idee. Ja, das cool, ja. So in so einem Kleinformat dann. Und dann kann man ja so Gondeln und so dran bauen. Ja, okay. Ja, das ist eine gute Idee, dann machen wir eine Skizze. Ja. Dann das Riesenrad drüber als ja. Kreis. Ja, genau. Ja, logisch. Du kannst ja, ja nicht, das ist eine gute eher Idee. Unstabil. Ja. Da ist ja eher Bodenplatten, wo das vielleicht einkeilen ja, könnte. Ja, genau. Ja. Gute Idee. Da können wir uns dann also einen Mechanismus überlegen. Dann braucht man auch noch so ein Verbindungsstreben, dass das Ganze eine Struktur und stabil ist. Mhm. Also den Befehl Rotationsausschnitt kennst du noch, oder? Mhm. Okay, klick mal an. Und jetzt musst du auswählen, in welcher Ebene das du ausschneidest. Das ist beim Rotationskörper nicht so einfach, da nehmen wir mal als Grundlage die Basisdaten. Also wir müssen jetzt erstmal die vorher umgespeicherte STL-Datei in den 3D-Drucker einbringen. Mit dem Stick. Wir haben das jetzt so eingestellt, dass das circa um die 9 Minuten dauert. Ja, das so, jetzt haben wir dann das alles ausgefüllt. Mit den Sachen, mit den ganzen Screenshots von unseren 3D-Modellen auch. Jetzt haben wir da die Kosten berechnet, was das Produkt in etwa kosten würde. Und ja, noch ein Bild vom fertigen Modell. Und dann noch eine Reflexion von dem ganzen Prozess, was wir besser machen hätten können. Also mit unserer Arbeitszeit würde es in etwa mit den Filamentkosten 241,80 Euro kosten. Und dann haben wir gesagt, wir verkaufen es für 20 Euro. Machen wir dann immer 18,20 Euro Gewinn. Sind wir dann nach 14 verkauften Produkten schon wieder im Plus. Wir haben einfach im Internet irgendwelche Sachen angeschaut, die wir nachbauen könnten. Zuerst waren es irgendwelche Autoteile, aber als wir dann so ein Spielzeug gesehen haben mit Zahnrädern, haben wir schon direkt versucht, irgendwie das umzusetzen in Gedanken. Und mit der Hilfe von Herrn Niegel haben wir das dann im Programm mit vielen Hürden dann auch geschafft. Also das Schwierigste war, glaube ich, die Teile zusammenzusetzen, weil es doch schon sehr viel Arbeit war. Man musste sehr viel feilen, aber zum Schluss kann man sehen, dass es gut funktioniert hat.